herzlich willkommen zu einer neuen Buchbesprechung von mir. Heute geht es wieder um ein etwas kleineres Büchlein. Ich habe nämlich die Grimm-Chroniken weitergelesen von Maya Shepherd. Asche, Schnee und Blut ist der zweite Band dieser Reihe. Und wenn ihr noch nicht wisst, worum es überhaupt hier geht und ihr Band 1 noch nicht gelesen habt, dann schaut auf jeden Fall mal bei meiner anderen Buchbesprechung vorbei. Ich verlinke sie euch unten und auch hier oben. Könnt ihr gerne mal draufschauen. Folgebände zu besprechen ist ja immer ein bisschen schwieriger. Viel über irgendwie 150 Seiten oder so zu erzählen, ist auch nicht immer so einfach. Aber ich werde mal kurz versuchen, ein bisschen den Inhalt wiederzugeben, was in Band 2 passiert. Und am Ende gebe ich nochmal meine persönliche Meinung ab und Spoiler. Also ja, ihr kennt das eigentlich schon, ne? Deswegen fangen wir mal kurz ohne Spoiler mit der Inhaltsangabe an. Ja, wenn ihr Band 1 ja gelesen habt, dann wisst ihr ja, dass wir gerade in Königswinter sind, dass unsere drei Protagonisten hier irgendwie in einer ganz komischen Ecke sind, wo sie nicht wissen, wo sie sind, wie sie da wieder wegkommen und was eigentlich hier mit ihnen geschieht. Genau, wir waren ja jetzt im Knusper-Hexenhäuschen, wo unsere drei Leutchen ja jetzt hier übernachtet haben, weil die sonst nirgendwo anders hin können. Irgendwie sind ja keine anderen Leute sonst in diesem Wald oder in dieser Stadt, wo die sich hier befinden. Und Rumpelstein kommt natürlich auch wieder zum Vorschein und erzählt Will und den anderen, dass die zu Drachenburg müssen, weil sie dafür zuständig sind, Schneewittchen zu töten. Allerdings kann das nur Will machen und nicht die anderen beiden, weil er quasi der Auserwählte ist und er halt irgendwie besonders ist, auch wenn er jetzt noch gar nicht genau weiß, inwiefern er besonders ist. Auf jeden Fall machen die drei sich dann auf den Weg zur Burg und stellen ziemlich schnell fest, dass Schneewittchen irgendwie seltsam ist. Man hat ja ihr eh schon nachgesagt, dass sie ein bisschen sehr eindeutig wie ein Vampir dargestellt wurde, nämlich so blass, also weiß wie Schnee und die Lippen so rot wie Blut. Ja, und die drei entdecken Schneewittchen gerade bei einer Sache, die nicht unbedingt mehr Zweifel offen lässt in dieser Sache. Ja, jetzt überlegen die drei natürlich, wie es weitergehen soll. Die wollen einfach abhauen, merken, dass abhauen nicht unbedingt die beste Methode ist, denn die kommen da nicht weg. Und Will hat einfach immer noch keinen Plan, warum er eigentlich besonders ist. Er erfährt aber in diesem Buch vielleicht schon ein bisschen mehr. Dazu sage ich euch jetzt noch nicht ganz so viel. Aber wir haben natürlich nicht nur die aktuelle Zeitschleife mit Maggie, Joe und Will, sondern wir haben ja auch noch die von 1500 noch was, wo es ja um die Königin geht, die Mutter von Schneewittchen. Und die Geschichte finde ich tatsächlich viel interessanter. Das war schon in Band 1 so. Und hier in Band 2 erfahren wir natürlich mehr, was passiert ist. Das war ja so ein richtig böser Cliffhanger noch am Ende, so ein Aufhänger. Weil, wir haben ja die Königin, die ja so wunderschön ist, dass alle sie besitzen wollen quasi und sie anstarren bis zum geht nicht mehr, aber sie ihr eigenes Spiegelbild ja nicht sehen darf, weil sonst Unglück über alle, die sie liebt, kommen würde. Und am Ende wurde ja noch geteasert, dass sie nie Dorian hätte kennenlernen dürfen, weil das ihr Untergang ist oder irgendwie sowas. Und da erfahren wir auf jeden Fall auch noch einiges mehr, was hier zwischen den beiden passiert ist. Und das fand ich, wie gesagt, viel spannender. Irgendwie bin ich aber immer wieder traurig, dass diese Bücher so kurz sind, weil immer wenn man gerade so an einen neuen Punkt kommt und noch mehr erfahren hat, will man natürlich noch mehr wissen und man wird so ein bisschen angeteasert, was noch passieren könnte und dann ist einfach Ende. Und ich denke mir immer so, verdammt, ich habe Band 3 nicht hier und ich weiß auch nicht, wann ich den kaufen werde. Ja, das war eigentlich auch schon kurz die Zusammenfassung. Ich habe dem Ganzen jetzt wieder 4 Sterne gegeben, weil ich, wie gesagt, die eine Seite total toll finde, die andere, da komme ich noch nicht ganz so richtig rein, aber trotzdem finde ich es sehr, sehr spannend und bin halt, wie gesagt, auch sehr gespannt, wie es hier weitergeht. Aber das ist auf jeden Fall ein Band, wo ich jetzt mehr ein bisschen spoilern möchte. Und falls ihr das schon gelesen habt oder euch das egal ist, ihr einfach nur meine Meinung wissen wollt, dann bleibt auf jeden Fall dran, denn jetzt geht es spoilermäßig los für Asche, Schnee und Blut. Ich bin ehrlich, ich war bei Dorian schon so ein bisschen skeptisch, weil er einfach auch schon Dorian hieß und er so schön ist, dass man ihn in ein Gemälde festhalten sollte. Da war mir von Anfang an klar, dass da auf jeden Fall eine Referenz zu das Bild ist, dass Dorian Gray ist. Aber ich fand das irgendwie schon ein bisschen unheimlich, was da bei denen abgegangen ist, dass die
die Königin da entführt haben und dieses Ritual durchgezogen haben, weil sie ein Vampir sein könnte und dass sie dann erwacht, fand ich irgendwie ein bisschen unheimlich, ganz ehrlich. Und dass er dann nach all den Jahren, wo er sie vergessen lassen hat, dass es ihn überhaupt gibt, plötzlich einfach wieder auftaucht und der Vater, Dracula, ja, irgendwas von ihm will oder irgendwie alle töten will, da bin ich irgendwie nicht ganz durchgestiegen. Ich hoffe, das wird sich in Band 3 vielleicht ein bisschen legen und meine Lücken schließen. Aber da waren tatsächlich Riesenfragezeichen in meinem Kopf. Dann dieses Ganze, dass Will einfach so, dass er immer noch nicht checkt, dass das irgendwie doch ziemlich magisch ist, was da alles passiert, dass das nicht normal ist und dass er einfach sich immer nur denkt, ja, nee, nee. Da finde ich Maggie einfach toll, weil Maggie ist irgendwie so der Charakter in diesem Buch, der alles vorantreibt. Maggie glaubt alles, Maggie setzt sich bei allem ein, Maggie handelt irgendwie immer auch total toll. Also das ist schon ganz cool. Ich glaube, sie ist auch bis jetzt mein Lieblingscharakter von den dreien, auch wenn natürlich alle irgendwie ziemlich lustig sind. Über Joe muss ich ganz oft lachen, sind wir mal ehrlich. Dass Schneewittchen jetzt ein Vampir sein soll und da den Leuten das Blut aussaugt, fand ich dann irgendwie, ja, ich weiß nicht, ob ich Lust auf Vampirgeschichten habe. Deswegen fand ich es ja ganz gut, dass die Autorin hinten nochmal geschrieben hat, dass es sich jetzt nicht um eine reine Vampir-Story handeln wird, dass viele mystische Sachen wohl hier noch drin vorkommen, die man kennt und Vampir jetzt quasi nur so ein kleiner Abschnitt ist. Freue ich mich auch, ehrlich gesagt, weil ich nicht weiß, ob ich komplett Bock auf eine Vampirgeschichte hätte. Ja, was das jetzt mit diesem ganzen, dass man Schneewittchen nur im Traum töten kann und dass das natürlich nur Will machen kann, der ja aber nicht einsieht, dass es das überhaupt so gibt, bin ich sehr gespannt auch, wie er den Zwiespalt überwindet. Auf der einen Seite ja, dass Schneewittchen total nett ist, als sie sich im Traum da getroffen haben und doch gar nicht dieses Monster sein kann, wie alle sagen. Aber gleichzeitig sagt ihre Mutter, die muss getötet werden, weil sie tötet alle anderen und ist eine Bestie. Ja, bin ich wirklich sehr gespannt, wie es da weitergeht. Ich finde, wie gesagt, immer am Ende noch so toll, wenn noch die ganzen Fakten dargestellt werden, wo sie welche Infos her hat und was auf welcher Sache basiert, wie zum Beispiel mit der Burg oder eben mit Dorian Gray. Das finde ich total toll und das macht mir auch immer wieder Spaß, aber es ist so kurz, es ist verdammt kurz. Das war jetzt aber auch schon alles, was ich zu dieser Reihe erzählen will. Wie gesagt, gerade bei den Büchern finde ich es immer so schwierig, noch irgendwie eine Buchbesprechung zu drehen, aber irgendwie möchte ich mir das auch nicht nehmen lassen, weil es dann doch noch ein paar Punkte gibt, wo ich auch gerne einfach mal meine Meinung loslassen will. Wie zum Beispiel, oh mein Gott, was passiert da gerade zwischen Dorian und unserer Königin? Ne? Das sind so ein paar, ja, Sachen. Aber wie gesagt, ihr wisst ja, dass die Bücher nur kurz sind, dass man da jetzt nicht viel rausholen kann zum Erzählen. Aber ich lasse euch gerne noch mal zwei andere Buchbesprechungen da. Falls euch diese Bücher interessieren, könnt ihr da gerne mal vorbeischauen. Und ich sage natürlich wie immer vielen Dank fürs Zuschauen und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Ciao!